Guten Morgen, wir sind heute in St. Vincent unterwegs und haben uns einen Ausflug gebucht, auch über AIDA, mit dem Segelkatamaran zur Nachbarinsel Bekia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau, ich warte jetzt hier unten gerade noch auf den Tim und dann gehen wir raus und gehen auf unseren Ausflug. Ja, bin mal gespannt, wie der Strand so aussieht. Und ja, vielleicht machen wir heute Nachmittag noch was, gehen noch ein bisschen die Insel erkunden, je nachdem, wie fertig wir dann sind. Direkt vom Schiff aus ging es durch das kleine Hafenterminal von St. Vincent zu unserem Katamaran, wo der Ausflug dann auch gleich begann. Wir fuhren entlang der AIDA und nahmen dann Kurs direkt auf die Nachbarinsel Bekia. Die Überfahrt dauerte ca. 45 Minuten und war doch etwas wellig. Unser Ausflug hieß übrigens mit dem Katamaran zum Princess Margaret Strand und er hat uns 67 Euro pro Person gekostet. Es war auch ein AIDA-Fotograf an Bord, mit dem man auch ein paar schöne Urlaubserinnerungen aufnehmen konnte und die konnte man sich dann auch abends im Fotostudio anschauen. Der Katamaran hat uns dann direkt am Princess Margaret Beach abgesetzt. Es ist dazu zu sagen, dass man nicht ganz trockenen Fußes an den Strand kommt, da der Katamaran zu groß ist, direkt am Princess Margaret Beach anzulegen. Man kann dann entweder direkt dort bleiben oder kann über den Princess Margaret Trail, ca. 10 bis 15 Minuten, je nachdem wie schnell man ist, noch zu weiteren Buchten und auch Richtung größere Stadt der Insel laufen. Okay. Und? Also sind wir auf. Hä? Bekia heißt es, glaube ich. Also ich spreche es anders aus. Ich, ja, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Wie ich es ausspreche. Und wenn ich jetzt ein bisschen rumlaufe, war leider nur ein bisschen wenig Zeit, weil ich ein bisschen schwer loskomme. So, ich mal weiter, weil dann komme ich in die nächste. Ja. Hier seht ihr auch nochmal den Ausblick vom höchsten Punkt vom Princess Margaret Trail. Hier hat man wirklich eine wunderschöne Aussicht über die beiden Buchten. Ja, und hier haben wir uns versucht, ein bisschen mit unserer Kamera auszutoben und für euch einzufangen, wie schön und toll das Wasser dort eigentlich aussieht. Aber das kriegt man mit keiner Kamera so toll eingefangen wie mit dem echten Auge. Wenn ihr euch fragt, mit was wir die Aufnahmen mit halb Himmel und halb Wasser gemacht haben, das ist ein Domepod und eine Unterwasserkamera. Also falls ihr da irgendwie Interesse der Frage habt, könnt ihr gerne auf Instagram uns anschreiben oder einfach mal auf der einschlägigen Seite im Internet suchen. Wir sind dann wieder zurück zum Princess Margaret Beach gelaufen und haben dort auf unseren Katamaran gewartet, der uns dann wieder abgeholt hat. Am Strand gibt es auch ein paar Kokosnüsse von Einheimischen zu kaufen und auch verschiedene Fruchtsäfte.
Mit dem Katamaran ging es für uns dann direkt nach St. Vincent und dann direkt aufs Boot, um den Abend ausklingen zu lassen. Aber zuerst noch meine Reaktion auf den Rumpunsch. So, wir haben einmal Rumpunsch und einmal Orangensaft. Ja, gehen wir mal. Machen wir Live-Tasting von dem Rum, oder? Und? Furchtbar. Cute. Ja, da ist der Herr mit dem charmantesten Lächeln. Ja, ja, jetzt sehen wir noch einen Charmant. Herzlich willkommen zu selbst. An dieser Stelle jetzt noch eine kurze Empfehlung von der Bar von uns beiden. Und auf der linken Seite sieht man mein Lieblingsgetränk. Das ist mein lieblingsalkoholisches Getränk an Bord. Crossing the Ocean. Der Cocktail besteht aus Soda, aus Wodka, Gin, aus Apfelsaft, aus Zitronensaft, aus Vanillesirup und etwas Limette und etwas Eis. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Und er ist auf jeden Fall gefährlich. Man kann auch ein oder zwei zu viel trinken. Aber wenn ihr mal wieder oder auch das erste Mal an Bord seid, unbedingt mal probiere und gerne eure Meinung da lasse. Ja, und ich wollte euch noch meinen alkoholfreien Lieblingscocktail vorstellen. Das ist der Tropical Breeze. Der besteht aus Mandelsirup, Kirschsaft und aus Thomas Henry Mystic Mango. Und obendrauf noch ein bisschen Puderzucker. Und der ist auch wirklich sehr, sehr lecker für alle, die eher Fans von nicht alkoholischen Sachen sind. Anschließend waren wir noch ein bisschen im Casino und haben uns dann zum Abschluss des Tages noch eine Currywurst genehmigt. Und jetzt viel Spaß mit unserem Fazit. Dann noch einmal ein herzliches Willkommen von zu Hause und heute auch von mir ganz alleine. Ich war gerade daran, das Video zu schneiden, habe dann gesehen, dass das Fazit fehlt. Ich habe dann entschieden, das mache ich doch jetzt gerade heute mal alleine. Ich hoffe, Luana wird es so absegnen, was ich da jetzt so erzähle und ich gebe hoffentlich unsere Meinung von uns beiden wieder. Aber wenn ihr das seht, dann war es wohl okay. Genau, also ich war gerade dabei, das Video und das, was ihr auch gerade gesehen habt, das Video von St. Vincent zu schneiden, ihr habt es gerade gesehen. Und in St. Vincent waren wir mit dem Katamaran auf Bikia, auf der Nachbarinsel. Ein bisschen schade ist, dass wir zu St. Vincent beide jetzt nicht wirklich was sagen können, weil wir nicht auf der Insel unterwegs waren, weil wir einfach entschieden haben, wir möchten auf die Nachbarinsel gehen. Habe von vielen gehört, dass die Nachbarinsel tendenziell schöner ist, also dass Bikia schöner ist als St. Vincent. Aber wer sich nur an den Strand legen will, da gibt es auch einen oder anderen schönen AIDA-Ausflug direkt an den Strand in St. Vincent. Kann man natürlich auch einfach das machen, muss ja mit dem Boot noch fahren. Die Katamaranfahrt selbst war eigentlich ganz, war schön. Ein bisschen wellig, gerade die Rückfahrt. Das heißt, wer vielleicht ein bisschen Probleme mit Wellegang hat und es einfach nicht so gern mag, könnte man Reisetablette empfehlen. Wir haben auch von Leuten auf der Kreuzfahrt gehört, die auf eigene Faust nach Bikia gefahren sind. Dass es erstens nicht so einen großen preislichen Unterschied macht zwischen AIDA und persönlich und auf eigene Faust. Also ich glaube, es war im Endeffekt dann vielleicht $10 pro Fahrt. Nicht mal pro Person, also im Endeffekt war es auch $10 mehr pro Person für hin und zurück, die man mit AIDA bezahlt hat. Und die Menschen oder die Einheimische von St. Vincent, die ich mit dem Boot darüber fahre, die nehmen halt irgendein Schnellboot und es soll da scheinbar noch deutlich welliger und deutlich wackeliger sein auf dem großen Katamaran, auf dem wir unterwegs waren. Also auch das vielleicht nochmal als kleine Anmerkung. Wer dafür Probleme hat, ist vielleicht auf dem Katamaran doch besser aufgehoben. Aber das kann sich natürlich auch von Reise zu Reise ändern. Ich weiß nicht, ob AIDA immer mit dem großen Katamaran fährt und es kommt auch aufs Wetter an. Genau. Die Überfahrt selber war schön. Es gab Snacks, es gab ein paar Getränke, es gab Rumpunsch. Ja, meine Reaktion auf den Rumpunsch habt ihr ja schon gesehen. Jedem Design, wer es mag oder wer es nicht mag. Ich war jetzt nicht so der Fan davon, obwohl ich Rum eigentlich ganz gern mag. Aber am besten einfach selbst ausprobiere. Aber es gibt auch leckerer O-Saft. Der war auf jeden Fall, der war gut. Bikia selbst hat einige schöne Strände zu bieten. Man kann auch da so die Insel laufen. Da habt ihr ja auch den ein oder anderen Eindruck jetzt gesehen. Grundsätzlich ist aber Bikia wirklich eher für an den Strand liege. Vielleicht ein bisschen spazieren gehe, aber man kann vor Ort auch eine Tour machen. Haben wir jetzt in dem Fall nicht gemacht. Haben wir einfach ein bisschen über die Strände laufen wollen, ein paar schöne Fotos machen, ein bisschen schön das Meer genieße. Dafür ist Bikia ganz toll. Ich habe ja gerade schon gesagt, wer sich lediglich an den Strand legen möchte, kann das wahrscheinlich auch in St. Vincent gut und schön tun. Wer vielleicht aber auch noch das ein oder andere sehen möchte, dann macht das auch Bikia. Also es gibt da zum Beispiel eine Schildkröte-Auffangstation, soweit ich weiß, die man zum Beispiel mit einem Taxi dort besuchen kann. Es gibt den ein oder andere weitere schönen Strand, den man dort besuchen kann. Also gibt es auch Taxi-Rundfahrten, die einem da angeboten werden. Das haben wir in dem Fall jetzt nicht gemacht. Kann man auf jeden Fall tun. Und es gibt auch AIDA-Ausflüge, zum Beispiel mit einem Boot, mit einer Fähre,
wo man dann etwas länger Zeit auf Bikia hat. Dann sind die 3 Stunden, die wir hatten, die sind doch recht knapp bemessen für ein bisschen Spaziere, ein bisschen Schaue, ein bisschen ans Meer liegen. Also wenn man da ein bisschen mehr Zeit will, sollte vielleicht einen anderen Ausflug buchen. Dafür hat man halt auch den Katamaran dabei, was schon ein Highlight ist, was schon schön ist. Ist einfach was anderes, mit einem Katamaran zu fahren, wie immer mit einer Fähre oder einem Schnellboot. Genau, dann sind wir wieder zurückgefahren, haben den Strand, wie gesagt, sehr schön genossen. Auf der Rückfahrt war dann doch etwas mehr Wellengang und ich habe auch meine Mütze verloren, muss ich dazu sagen. Also die schwimmen jetzt immer noch in der Karibik rum, durch den Wind, war ich etwas unaufmerksam. Dann war die, ja, leider versenkt, ich hatte noch eine zweite dabei, aber ja, die habe ich wohl dann an die Karibik gespendet. Keine Ahnung, ob die irgendwo mal landgetrieben wird, aber naja, was will man machen? Die Stadt selber auf St. Vincent war auch einigermaßen schön, wir sind noch ein bisschen rumgelaufen, aber sonderlich viel haben wir nicht gemacht, sind dann eigentlich eher wieder aufs Schiff und haben dann das Schiff noch genossen, das habt ihr ja auch ein bisschen gesehen im Video. Und alles in allem, um es jetzt einfach abschließend zusammenzufassen, haben wir von St. Vincent wenig gesehen, waren auf Bikia, fanden das ganz schön. Vielleicht, da kann ich jetzt für mich sprechen, aber ich glaube auch für Luana, wenn wir das nächste Mal dort wären, würden wir es vielleicht ein bisschen anders machen, aber im Endeffekt, wer Strand mag, wer Katamaran fahren mag, für den ist auf jeden Fall der Ausflug ganz gut geeignet. Ja, soll ja nur ein erster Einblick sein und ich hoffe, den konnte ich jetzt euch damit geben. Möchte mich jetzt dann im Namen von uns beiden verabschieden. Hoffe, es hat euch gefallen. Gerne einen Kommentar da lassen, like und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist die nächste Insel St. Lucia. Viel Spaß euch und bis dahin.